Hallo und willkommen zum neuen Let's Play zu The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. Ja, ist ja Neuauflage vom Ursprungs-Zelda, das ja auf einem alten, kloppigen Gameboy erschienen ist, den ich nebenbei auch noch habe. Ich habe es nämlich diesen schönen alten, kloppigen Gameboy nämlich gespielt. Tolles Spiel. Ich habe es geliebt, wo ich klein war. Und ich habe es Jahre nicht mehr gespielt und habe mir jetzt gedacht einfach, ey, ich könnte es jetzt wieder spielen. Es war so toll früher. So geil und ja, ich möchte es einfach mal wieder zocken. Das heißt, den Handlungsverlauf kenne ich, da ich es ja ein paar Mal durchgezockt habe. Scheiße, Sound ist total bescheuert. Egal. Aber ich kann mich an ein oder anderen Sachen nicht erinnern, weil es ewig her ist. Und ja, ich hatte keinen Spielstand vorher, jetzt habe ich einen. Way! Und ich lege auch gleich mal los. So, wach mein Bett auf. Gott sei Dank! Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Ja, wir sind in Ordnung. Wir haben nur gar nichts an Ausrüstung. Fragen wir den Herrn mal. Endlich bist du wieder auf den Beinen, Teron. Heiße übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier! Yeah, ich habe mein Schild, wo mein Name drauf steht. Du hast dein Schild wieder. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. B-Knopf? Der, ach, ja, der war's. So, ja, ich glaube, unser Schwert war am Strand. Na, klein Wuffi, den kenne ich bestimmt auch noch. Ey, so viele Erinnerungen hier. Am Strand ging es ja, glaube ich, runter wie gesagt. Ja. So. Na, die können wir noch nicht wegmachen. Schöne grobe Erinnerung. Ich habe es nämlich die Anfangsstelle, glaube ich, immer gehasst, weil ich die Teile wegschieben musste. Das ging so langsam! Ich habe es gehasst. Ah, nein, 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 noch kein Schaden. Und wie ich es mir gedacht habe, da ist unser unsichtbares Schwert. Oh, Eule. Ja, dich kenne ich auch noch. Uhu, uhu. Es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Okay, schnappen wir uns jetzt erstmal Schwert. Yeah, ich kann mich wieder verteidigen, das ist gut. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen Teron darauf zu lesen. Haben wir wieder Schwert, so geht's. So. Und wir verdienen Geld. So. Ist euch eigentlich mal aufgefallen bei neueren Zeldas, wenn man da zum Beispiel das erste Mal einen Rubin bekommt oder das erste Mal ein Rubin, der 5 Rubine wert ist, man wird mit Texten zugeschüttet, ja. So, Texte wie zum Beispiel, diese Rubine ist 5 Rubine, 10 Rubine oder was weiß ich wie viel wert. Das ist bestimmt ultra, ultra wichtig. Bestimmt bei Neulingen ganz interessant, aber für Leute, die, sagen wir mal, die ganzen, sagen wir mal, Zelda-Fan ist und die ganzen Spiele spielt, steht mir irgendwann da, ja, ich weiß es schon längst, sie haben bestimmt ihre Farbe seit langem nicht mehr verändert. Es ist total nervig. Also, empfinde ich jedenfalls so. Also, es hieß ja, wir sollen nach Norden. Ja, gehen wir mal in den Zauberwald. Oh, Eule schon wieder. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg führt zur Außenwelt. Erst, wenn der Windfisch wach ist, könntest du diese Insel wieder... Insel verlassen. Du musst wissen... Auf der Insel Kokolind herrschen andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen. Um den Windfisch aufzuwecken, wirst du
einiges erleben. Ich lese jetzt einfach mal Punkt, 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 Punkt. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Erstmal beruhigend zu wissen natürlich. Wir werden beobachtet. So. Yeah, ich habe ein Götterahorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Eigentlich ganz nett jetzt. Ups. Jetzt sind wir im Zauberwald, aber wir haben jetzt auch nicht viel mehr weiter Ahnung, wo wir genau hin müssen. Was sagt der? Oh, meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Hey, 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 du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Hey, 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 verlaufen. Danke, Mann. Echt, danke. Als hätte ich jetzt nicht schon genug Probleme. So. Schauen wir uns noch eben noch weiter um. Wie gesagt, ich habe das Spiel zwar bestimmt ein paar Mal durchgespielt, aber das heißt nicht, dass ich es auch alles auswendig kenne in der Zeit. Ich war, glaube ich, 6 Jahre alt. Nee, 8 war ich, glaube ich. Wo ich das letzte Mal gespielt habe, 8 oder 9 Jahre. Und jetzt bin ich über 20. Also es ist schon eine gewisse Zeit her. Ja, ist so gut. 12 Jahre, glaube ich. Schauen wir uns einfach mal um. So, Also an das erinnere ich mich auch. Ich weiß nur mal... War es nicht die Hexe? Brauche ihn bald, den Pilz im Wald, und mache dir fix einen Zaubermix. Okay, suchen wir mal einen Pilz im Wald. Wo immer der auch ist jetzt. Gern würde ich dieses Herz halt schon nehmen. Wirklich. So. Gehen wir mal... Oh, au, au, au. Ah, nein, au. Das Gegenteil vom Götterahorn. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Ja, hier wird mein Leben nicht mehr geschont. Ach, zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Will ich auch nicht. Ich will drin vorbeilaufen. Ja, toll. Kommen wir nicht rüber. Ja. Nein, ich will es nicht hochheben. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das reduziert nicht den Schaden, den ich bekomme, das erhöht den Schaden, den ich austeile. Siehe da, Gegner fliegen schon ratzeputz weg. Schauen wir mal hier rein. Da muss man erwähnen, auf den Boden aufpassen. Weil da passiert es mal schnell, dass man der Boden unter deinen Füßen wegbricht und man dann runterfällt. So. Eine der leichten, schönen, leichten Schieberätsel. Ah, das sieht nach Pilz aus. Hey, du hast einen Schlummermorchel gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Oh, schauen wir mal kurz oben, vielleicht ist da noch was Interessantes. Naja, eine Kiste, die für uns im Moment unerreichbar ist. Eigentlich interessant, ja. Aber nicht möglich, sie abzuholen. So. Äußerst nervig ist es. Oh yeah, wir haben wieder ein Götterahorn. Ihr wisst, was das heißt. Es heißt nichts. Hey, du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Yeah. Ich bin schnell reich. Ich kann jetzt alles kaufen. Nein, eigentlich nicht. So, jetzt haben wir mal den Pilz gefunden. Au.
Not nice. Und bevor sich einer beschwert, ich kann kein Englisch. Das ist meine Ausrede für alles jetzt, was ich auf Englisch sagen werde. Ja, zu schwer. Ich will es aber nicht hochheben. Ich will nur dran vorbeilaufen. So. So, sind wir mal dann schnell bei der alten Hex. Und was sagst du? Brauch ihn bald, den Pilz im Wald. Den kommt mir doch bekannt vor. Ah, ich muss ihn hier anlegen. Klingt logisch. Ah, es hat einen Schlummermeuchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. die war wirklich fix. So, das Pulver ist fertig. Probiere es gleich mal in der Hütte aus. Verschwende es jedoch nicht unnötig. Pulver. Das Zauberpulver gehört nun dir. Probier, was du damit besprühen kannst. Hey, es macht Feuer. Manche Gegner ändern ihre Gestalt und du kannst sie bezwingen. Hast du keins mehr, bring mir ein paar Pilze. Dann gebe ich dir wieder etwas davon. Okay. Geht klar. Ich will aber gern wieder mein Schild. Schwert. Schwert, natürlich. Sonst würde das jetzt unlogisch, weil ich mein Schild abgelegt habe. Gut. Ich frage mich eigentlich, seit ich das Spiel mal gespielt habe, was das für Gestalten sind da. Ich meine, die verschießen Pfeile aus ihren... Ich dachte immer Nasen früher. Hörte sich irgendwie abstrakt an. Und das hat mir auch irgendwie Angst gemacht. Vielleicht weiß es jemand, was das für Gegner darstellen. Wäre mal nett zu wissen. Also... Da es ja Pulver ist und ein gewisser Waschbär vorhin erwähnt hatte, dass er ziemlich allergisch drauf geht und ich, der auch nicht nett war, der hat dafür gesorgt, dass ich mich verlaufe, mache ich jetzt eine Racheaktion. Hier. Oh. Ich konnte den Satz vorhin wörtlich nehmen, der ändert wirklich seine Gestalt. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt? Ja, ich halte ihn für verrückt. Yay, geschafft. Nun hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Oh, wieder der. Nimm diesen Schlüssel, gehe damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet bereits. Okay. Dann suchen wir mal nach Musikinstrumenten. Okay. Würde ich auch mal sagen, für den ersten Part war das erstmal. Wir sehen uns dann gleich wieder. Vom Wurmpalast. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.